Er ist wohl einer der erfolgreichsten Unternehmer in der Obersteiermark. Mit seinen McDonald-Restaurants in Judenburg-Leoben und seit mehr als 20 Jahren in Bruck an der Mur bestimmt Andreas Gamsjäger die Szene. Jetzt feierte der quirlige Unternehmer seinen 50er und bestätigt unserem Reporter gegenüber, dass er bei seiner Geburt anwesend war. Eigentlich schon, ja. Ich kann mich zwar nicht mehr so genau erinnern, aber meine Mutter sagt, ich war dabei, ja. Wie war der Andreas Gamsjäger als Kind? Ich war ein unruhiges Kind, ich war ein Quälgeist, hat mir meine Mutter gesagt. Aber das Quirlige ist mir bis heute geblieben. Und man sieht ja vielleicht ein Foto auch draußen, wie wir dann zwischendurch ausgeschaut haben. Und ja. Es hatte eine gewisse Bewandtnis auch mit diesem Schnauzer. Das war damals gerade Mode, auch die große Brille. Das war damals Mode, heute ja wieder. Warum hat man eigentlich sich gesagt, ich vergesse den Schnauzer, weg damit? Ja, ein Freund von mir hat gesagt, einen Schnauzer haben nur Bauernbuben. Da bin ich nach Hause gekommen. Meine Tochter hat dann die Riesenschere, die damals 4 Jahre alt war, die Riesenschere genommen und hat gesagt, Papa, den schneiden wir weg. Und somit war das Thema dann erledigt. 50 Jahre, ein bewegtes Leben hinter dir, ein sicher bewegtes Leben noch vor dir. Wie willst du jetzt die nächsten 10 Jahre bis zu deinem nächsten Runden verbringen? Es heißt ja jetzt, auf einmal ist man 50, wie schnell die Zeit vergeht, und bei 60 sinkt man dann 60 Jahre und kein bisschen weise. Naja, ich habe noch vieles vor, auch unternehmerisch vor. Es werden noch einige Betriebe dazukommen, das ist mein Plan. Familiär ist alles bestens und ich fühle mich wohl, und es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, den 50er zu haben, aber man sieht einfach mit dem Alter, die Jahre vergehen immer schneller, aber es macht unheimlich Spaß und ich fühle mich sehr gut. Man könnte den 50er zwar umdrehen, dann wäre der Andreas Gamsjäger jetzt 5 Jahre. Bist du noch kindisch? Das auf alle Fälle. Das ist mir geblieben, das Lachen, der Spaß. Und das ist das Schöne am Leben, dass es einfach Spaß macht, hier zu sein. Dann sage ich alles Gute und weiterhin gesunde und vor allem erfolgreiche Jahre. Danke vielmals.